Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen beide hier noch vorstellen, die aus einer 25 Jahren der ganz großen Einheit in der aufgewacht. Herzlichen Dank, er hat heute seinen ersten Kampf. Er kommt gegen die Jawohl aus Speyer. Der wird heute von Ordnung von ihm reden. Mein Name ist die blaue Gegenseite. Ich sage Gott, hey! Die Gegenüber, 25 groß, 25 Jahre auf 71 Kilo. Auch er, seinen ersten Kampf. Er kommt vom Team Kampfsporthaus Fuchs aus Ludwigshafen. Seine teuren Damen. Der Nico und der Frank. Meine Damen und Herren, auch er heute Abend ein hohes Debüt, die Runde gewonnen, Yassa! Angesichts der Kampf auf 304 Kilometer, grüner Mann im Krieg ist der Olli. Wir sind zurück im MMA. Bishkan Kurkaev mit der roten Hose gegen Mohamed Yasser. So, die letzten Instruktionen gibt es noch vom Referee, dann kann es gleich losgehen. Der erste Kampf des heutigen Abends ging ja sehr, sehr schnell zu Ende. Abdul Shukur hat da gewonnen durch Keylock. Das Ganze nach knapp einer Minute. Also sehr einseitig. Jetzt sind wir gespannt, ob es hier unterhaltsamer wird. Ja, da will er es direkt schon wissen. Wird erstmal vom Referee wieder zurück gebeten. Jetzt kann es offiziell losgehen. Kontert das wunderbar ab, den Angriff von Kurkaev. Er versucht es mit einem Kick. Oh, jetzt will er ihn slammen. Muss aufpassen, nicht in die Guillotine zu laufen. Hervorragend gemacht, landet in der Side Control. Yasser von unten, sehr, sehr aktiv. Ja, Kurkaev versucht währenddessen herüber zu wandern, also sein Knie herüber zu bekommen. Oder klappt es jetzt auch? Leon Belly direkt in die Full Mount gegangen, aber Yasser darauf vorbereitet. Steht direkt auf, wird aber erneut zu Boden gebracht. Das ging ja sehr, sehr schnell. Technisch einwandfrei. Muss aufpassen, nicht in den Triangle hier hineinzukommen. Dreht sich auch nochmal zur Seite ab. Landet erneut in dieser Side Control, wandert rüber so halbwegs in die Half Guard. Während Yasser hier aufstehen will, drückt sich am Käfig ab mit dem hinteren Bein, vergisst dabei aber die Deckung. Und damit Yasser hier aus der Oberlage. Full Mount Position. Und jetzt wird es gefährlich, harter Ellbogen heruntergeschlagen. Versucht hier nochmal aufzustehen, gibt aber den Rücken her, also Kurkaev sehr, sehr aktiv gegen Yasser. Streckt sein Gegner hier aus, dreht sich aber im letzten Augenblick noch. Also erneut Brust an Brust, kurzweilig. Kurkaev weiterhin im Vorwärtsgang. Ja, wandert hier links herab, unter den Arm. Versucht fast schon Arm-Triangle anzubringen. Ja, lässt aber erstmal davon ab. Macht sich auch schwer, also greift direkt rüber zum Armbar, den streckt er auch aus, versucht ihn hier zu bekommen, kontrolliert die Hände allerdings noch nicht, den Daumen noch nicht. Ja, da wird das Handtuch trotzdem geworfen auf der Seite von Yasser. Der regt sich hier auf, sagt, da war doch nichts, ich war noch nicht in Gefahr, hilft ihm nicht, seine Ecke hat ihn vor sich selbst geschützt, wenn man so will. Und Kurkaev kann hier feiern. Nochmal Shake Hands am Ende. Auf der einen Seite hat er natürlich recht, er hat gemerkt, da ist noch etwas Spielraum. Auf der anderen Seite ist es oftmals eine Frage der Zeit, wenn der Winkel richtig sitzt. Hätte ihn Kurkaev bekommen, ist ja das große Fragezeichen.
Und falls ja, hätte sich Yasir eventuell verletzt. Wer weiß, seine Ecke hat für ihn entschieden. Kommt jetzt in den Käfig. Nico Sulenta, man kennt ihn als Trainer von Dennis Siever und hat hier ein paar Worte für seinen Schützling übrig, wie man sieht. Währenddessen Vishan Kurkaev sehr zufrieden. Ja, schönes Shake Hands, wie gesagt, am Ende. Beide Teams trennen sich sehr, sehr fair, sehr freundlich. Und jetzt wird gleich das Ergebnis offiziell angekündigt. Und hier das Ergebnis. Sieger durch Hamburg durch der Rote Ecke. Eine Kampfzeit von 2 Minuten 32 in der First-Class-Folge. Winning by Goal Drawing from the Red Side. The first round of 2 minutes, 32 seconds. Die Blauenge, die Rübona, Lisa, go ahead! I love the moment of round and then go a riesen, riesen Applaus.